Einen wunderbaren guten Tag wünsche ich. Mit 100 Fragen im Gepäck mache ich mich auf Spurensuche, um Antworten zu finden. Antworten, die spannend sind, die hörenswert sind und am wichtigsten, die dir vielleicht neue Perspektiven eröffnen, andere Möglichkeiten aufzeigen oder gänzlich neue Wahrheiten belegen. Gefragt wird bei mir jedermann, ganz nach dem indischen Motto, same, same, but different. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf Spurensuche, heute mit der buddhistischen Nonne Sayalei Panyavadi, und wir sind hier im Miao-Fa-Zentrum des chinesischen Chan-Buddhismus. Hallo Sayalei, schön, dass ich da sein darf. Amitofo, wie man hier so sagt. Ja, das sollte man ja immer sagen und ich vergesse es immer jeden Dienstagabend, wenn ich hierher komme, weil ich bin ja dienstags immer da zum Meditieren. Ich vergesse es immer, ich kann mir das nicht merken. Das ist chinesisch, oder? Ich glaube, also ich bin ja jetzt auch nicht aus dieser Tradition, und in der Chan-Tradition sagt man das so. In Sri Lanka sagt man Theravansaranai. Noch komplizierter. Das heißt, may the triple gem bless you, also mögest du gesegnet sein bei dem dreifachen Jubel. Okay. So, jetzt sagtest du mir gerade, du kommst nicht aus dem Chan-Buddhismus, sondern woher dann? Ursprünglich ordiniert in Burma und dann ziemlich lange in Thailand praktiziert. Also in Burma und Thailand eigentlich für längere Zeit gewesen. Okay. Und du bist ja Deutsche. Mhm. Und jetzt hast du aber diesen außergewöhnlichen Namen. Wie kommt es dazu? Wenn man, also Sayalei, das ist die Bezeichnung für die Nonnen in Burma. Und wie Meiji in Thailand oder Menyo in Sri Lanka, im Theravada-Buddhismus. Und Panyavadi, das ist ein Pali-Name, den bekommt man bei der Ordination in Burma. Mhm. Ein Pali-Name. Und Pali ist was? Es ist die Sprache, in der die ältesten Texte sozusagen verfasst wurden im Buddhismus. Mhm. Die sind in Pali, später wurden die dann in Sanskrit weitergegeben. Ah, dann ist Pali noch älter als Sanskrit? Soweit ich weiß, ja. Mhm. Ah, weil ich dachte immer, dass Sanskrit die älteste Sprache Also muss ich jetzt passen, ob ich es jetzt genau weiß, ich bin kein Schriftgelehrter, aber ich Pali auf jeden Fall, die ältesten Texte sind in Pali verfasst. Ah, okay. Weil ich kenne jetzt natürlich nicht viel, aber ich höre nur immer wieder mal von so einem ganz langen indischen Epos, der Maharab, keine Ahnung, ja, und also uralte Texte, ja, ewig lang, die komplette Geschichte Indiens irgendwie erzählen. Und da heißt immer, dass die in Sanskrit verfasst. Also jetzt was die buddhistischen Texte, ich kann ja nur davon sprechen, das Tipitaka ist, also das Theravada, greifen wir darauf zurück, das ist in Pali verfasst. Aber man sagt, der Buddha hat gar nicht Pali gesprochen, das ist so ähnlich wie Latein, so eine nicht lebendige Sprache, aber die Texte sind in Pali verfasst. Ah, okay. Und die Mahayana-Texte, wie jetzt hier im Chan-Buddhismus, sind dann in Sanskrit oder Chinesisch. Okay. Alles kompliziert. Sehr kompliziert. Und wie wird man jetzt als typisch deutsches Mädel eine buddhistische Nonne in Sri Lanka? Oder Burma und Thailand? Ja, das ist bei jedem unterschiedlich. Jeder von uns, ob Mönch oder Nonne, hat einen ganz individuellen Weg. Und in meinem Fall sind halt ein paar Sachen schiefgelaufen im Leben. Ich war zwar ganz glücklich, aber ich bin mit dem Tod konfrontiert worden von Leuten, die ich gemocht habe und so. Und auch in meinem eigenen, also eine Zeit, wo es sehr kritisch war. Und es hat mich sozusagen, war der Wake-up-Call in meinem Fall. Und andere, die sehen jemanden in Robe und sagen, das möchte ich auch machen. Mhm. Ja, also jeder hat da ganz unterschiedliche Trigger. Mhm. Was heißt denn, bist du mit deinem eigenen Tod konfrontiert worden? Ja. Magst du uns das erzählen? Also es war eine Fehldiagnose, wie sich das herausgestellt hat. Aber zu dem Zeitpunkt, wo die Ärztin gesagt hat, dass ich wahrscheinlich diese tödliche Krankheit habe, war es noch nicht klar und ich musste eine Woche lang auf ein Ergebnis warten. Und es war so ganz intensive Zeit für mich, weil die Angst vor dem Tod plötzlich ganz hautnah war. Und vorher war Tod so was ganz Abstraktes, ganz so schön zur Seite geschoben, gibt es nicht. Und plötzlich stand ich im Face-to-Face, also von Angesicht zu Angesicht sozusagen. Und da ich vorher schon mit dem Buddhismus in Berührung gekommen bin, war das sozusagen dann, wo ich dachte, da möchte ich jetzt weiter mich mit beschäftigen. Mhm. Als es dann klar war, es war eine Fehldiagnose. Okay. Hast du
jetzt, viele Jahre später und schon lange quasi als buddhistische Nonne tätig, hast du immer noch Angst vor dem Tod? Ja, also kann man jetzt nicht so genau mehr mit Ja beantworten, es hat sich was verändert. Die Akzeptanz ist da, also das Wissen darum, dass es eine unausweichliche Sache ist, die wir alle erleben irgendwann, weil die Geburt ist die Ursache für den Tod. Und ich muss sagen, da hat sich schon ganz vieles, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin angstfrei, das wäre ein bisschen zu viel gesagt, also schon ein bisschen so ein mulmiges Gefühl kommt dann auch, ups, aber es ist nicht mehr so überwältigend. Ich würde eher sagen, es ist eine Mischung aus Neugierde und also auch so ein bisschen, was passiert jetzt, ja, und ein bisschen, wie man halt, wenn man auf eine Reise geht, wo man jetzt nicht weiß, was wird da jetzt werden, wenn ich da ankomme, so ungefähr. Wie wird denn die Reise weitergehen für eine buddhistische Nonne? Jetzt, wenn man stirbt, das weiß ich, ich bin noch nicht gestorben. Also das ist alles Spekulation, ne? Also es gibt ja ganz viele verschiedene Spekulationen, wir haben ja auch Nahtoderlebnisse von Leuten, dann, wir glauben natürlich im Buddhismus an Wiedergeburt, allerdings jetzt in Theravada nicht als die Person, nicht so eine Art Seele, sondern so eine Art, also die Charaktereigenschaften werden schon weiter, die man kultiviert hat, werden weiter gereicht sozusagen, aber das Baby kommt jetzt nicht raus und sagt, oh, ich bin Sayali Panyavati. Also es ist alles vergessen, diese Sachen. Also erstmal, was wir jetzt hier erleben in diesem Leben, ist dann weg. Mhm. Ne? Und also es ist eine andere Art von, es ist nicht wie die Seele, die wandert oder so. Das darf man nicht so verstehen. Aber den Unterschied verstehe ich jetzt nicht, weil ich dachte mir jetzt gleichermaßen, ich kenne jetzt keine Theorie, die besagt, dass bei der Wiedergeburt dieser Mensch sozusagen so wie er war, wiederkommt, zwar ein paar Sachen vergessen hat, ja, aber die Basis spielt, ist immer eine Seele und in meiner Vorstellung gibt es quasi bei den Lebenserfahrungen, die man macht, die man auch machen muss, ein paar Sachen, die werden dann als Erfahrung sozusagen fest in die Seele geschrieben, hat man gemacht und dann geht es zum nächsten Leben, wie das aussehen wird, wer man dann ist, das weiß man nicht. Man kann sich natürlich auch nichts, an nichts erinnern und scheinbar wird das ganze Buch wieder neu geschrieben. Ja, im Buddhismus gibt es halt nicht so, es ist halt schwierig jetzt zu erklären. Der Buddha hat gesagt, so eine Art Anatta, das ist so ein Nicht-Selbst. Also die Person ist eigentlich jetzt keine Konstante, ist konstant im Fluss. Ja, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen jetzt. Und der Thich Nhat Hanh hat es mal ganz schön gesagt, das ist, wenn man jetzt eine Kerze hat und zündet mit der die andere an. Es ist, die neue ist weder noch die alte. Weder noch. Es wird eine gewisse Energie weitergegeben, aber es ist trotzdem eine neue Kerze. So in etwa. Und was halt im Buddhismus gesagt wird, oder was weitergegeben wird, ist unsere Taten, unsere guten, unsere schlechten Taten oder unsere heilsamen, unheilsamen Taten. Das ist, was man kultiviert hat. Also wenn ich jetzt konstant ärgerlich bin, dann mache ich ja ein Imprint in die CD sozusagen. Mhm. Und dann sterbe ich. Und natürlich ist dieser Ärger, wird dann wieder sich manifestieren, weil der war so stark, der geht dann weiter. Ja, kann aber wieder geändert werden. Also es ist alles immer im konstanten Wechsel. Schwierig, ne? Nein, gar nicht, weil das ist mein Glaubenskonzept letztendlich. Okay. Also ich beschäftige mich viel damit. Ja. Ich glaube durchaus an die Wiedergeburt. Mhm. Das ist für mich das ist etwas, was für mich, wie soll man sagen, das Einzige, was letztendlich Sinn macht, und gerade das Schreiben von guten und von schlechten Taten, wir haben hier auf der Mensch so viele gute Menschen, denen es aber wirklich scheiße geht in diesem Leben. Und wir haben auch ganz viele schreckliche Menschen, denen es scheinbar an nichts fehlt, die niemals in ihrem Leben zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, ein Hitler, gut, der hat sich selber umgebracht, ja, aber... trotzdem hat er ja lange Zeit ein schrecklich schönes Spiel treiben können, sozusagen aus seiner Perspektive heraus. Und und der ist nie verurteilt worden. Und die Vorstellung, dass diese Sachen quasi irgendwo gespeichert werden und
dieser Hitler im nächsten Leben unter den miesesten Umständen, die es vielleicht geben mag, leben muss und ganz fürchterlich hoffentlich ein langes, langes Leben leiden muss, das ist tatsächlich das Einzige, was mich tröstet, mhm, und was mich tatsächlich auch ein Stück weit vorwärts bringt. Ja, wir glauben ja an dieses, was wird ja oft gesagt, das kennt ihr, viele kennen das Wort Karma, also Ursache und Wirkung. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand ganz grässlich ist in diesem Leben, sag ich mal, heißt das aber, weil er so bekannt ist und so berühmt ist, er hat auch viele gute Taten gemacht in irgendeinem anderen Leben. Und wenn die Bedingungen zusammenkommen, dann passiert halt das. Mhm. Also auch sein Charakter ist dann so. Ne? Das, ja. Im Buddhismus glaubt man, dass selbst wenn Hitler irgendwo ein Buddha steckt, mhm, ja, der ist aber mit ganz viel Geröll zugeschüttet, mhm, sag ich mal, und aber die Möglichkeit ist da, dass auch dieser Geist sich wieder reinigt. Also da gibt es zum Beispiel eine ganz bekannte Geschichte im Buddhismus von Angulimala, der ein Massenmörder war, und der wollte auch einen Buddha umbringen, aber es hat es dann doch nicht gemacht und ist tatsächlich wohl erleuchtet. Dann, also die Möglichkeit, dass aus dem Schlechten was Gutes wird, selbst von dem man da ganz, ganz schlecht ist, ist gegeben. Das kann man sich kaum vorstellen. Mhm. Aber das, wenn es eine gewisse Einsicht, wenn die karmischen Bedingungen zusammenkommen, kann auch aus einer ganz schlimmen Person, mhm, ein Heiliger werden. Mhm. Das sagen ja eigentlich alle Weltreligionen. Mhm. Selbst der Katholizismus sagt das, dass auch aus einem Mörder, mhm, der muss zwar für seine Strafe aufkommen, seine, klar, ja, aber dass sozusagen der liebe Gott ihm immer die Tür offen hält. Gut, das wird dann klar, ja, jetzt. Also der Angulimala, der wurde dann immer, wenn er auf Almosengang gegangen ist, später, als er dann erleuchtet war, immer verprügelt. Mhm. Ja, das war dann so der Effekt seiner, okay, früheren Taten. Oder der Moggallana, das war ganz, eigentlich der Hauptschüler vom Buddha, einer der Hauptschüler, und der hatte in einem seiner Leben seine Mutter und seinen Vater und eigentlich die ganze Familie ausgelöscht. Und das ist ein ganz schlimmes Vergehen. Und als er dann Moggallana war, also ganz erleuchtet war, er wurde umgebracht am Schluss. Man hat dann diese Supernatural Power gehabt. Man sagt, er ist mir durch die Schlüssellöcher gehuscht und sie haben ihn trotzdem immer weiterhin verfolgt, die ihn umbringen wollten. Und am Schluss hat er gesagt, was soll's? Mhm. Und hat sich dem gestellt dann, dem karmischen Effekt. Mhm. Also es holt einen dann doch ein. Mhm. Ja, ich glaube auch. Ja, also dem Karma kann man definitiv nicht entkommen, egal was man tut. Nee, egal was. Auch wenn ich jetzt irgendwann mal jemanden umgebracht habe und dann 40 Jahre lang wie ein Heiliger lebe, aber trotzdem die gerechte Strafe, was auch immer gerecht in diesem Universum sein möge, die wird einen dann schon noch ereilen. Also wird nicht als Strafe angesehen, weil es ein völlig unemotionale, was so Naturgesetz ist, würde ich sagen, Karma. Ja, es hat weder bestraflich oder bestraflich nicht. Es ist halt dann einfach so. Aber es kann abgeschwächt werden tatsächlich. Ne? Also es kann tatsächlich abgeschwächt werden. Durch gute Taten. Mhm. Also indem man jetzt versucht, das, man kann was tun. Man ist nicht hilflos diesem Karma ausgeliefert. Mhm. Ich habe vor vielen Jahren mal den Dalai Lama interviewt. Oh, ja? Und wir kamen natürlich auch auf das Thema Wiedergeburt. Mhm. Und er sagte dann damals zu mir, naja, um in der Position zu sein, in der ich heute bin, habe ich ganz sicher auch viele Leben als schrecklicher Mensch gelebt. Mhm. Ja, und ganz sicher auch wirklich schlimme Dinge getan. Von Mord, Totschlag, alles Mögliche mit dabei. Mhm. Weil man das als, sagen wir mal, Seelenerfahrung braucht. Naja, und er hat ja auch viele Feinde. Ne? Also es gibt ja auch, glaube ich, eine Gruppe, die nicht so schöne Sachen über ihn sagt. Aber das hatte der Buddha auch. Mhm. Das ist halt so. Und auch der Buddha hatte viele karmische Sachen gemacht, bevor er zum Buddha wurde, die nicht so gut waren. Mhm. Hat er auch Rückenschmerzen gehabt und hat in irgendeiner Meditation mal gesehen, dass er irgendeinem Frosch so das Rückgrat gebrochen hat. Irgendeinen seiner ganz langen zurückliegenden Leben. Jetzt spreche ich von früheren Leben und er hat, aber das muss man halt immer als so einen Fluss verstehen. Ja. Also nicht als Person, sondern das wurde, diese Ursache wurde gepflanzt, sozusagen. Durch eine Tat, ja, heilsam oder unheilsam. Es gibt ja viele medizinische Bereiche, also natürlich nicht der klassischen Medizin zugeordnet, aber also viele Menschen, die sich jetzt mit Esoterik beschäftigen und in diesem Bereich tätigen sind, die sagen ja sehr oft, dass die Ursache für chronische Schmerzen oder
oder chronische Kopfschmerzen, Migräne und all diese Geschichten, dass das durchaus eben in Taten und Vorkommnissen aus einem früheren Leben in Verbindung zu bringen wäre. Ja, kann, muss aber nicht alles. Also nicht alles ist Karma. Es gibt auch noch ein paar Sachen, die dazu wirken, ne, muss man sagen. Also ich bin da auch sehr vorsichtig, weil wenn man jetzt sagt, das war dein Karma, bist selbst dran schuld sozusagen. Ja, also die Person jetzt kann ja, ich meine, die ist ja irgendwie auch wiederum unschuldig. Ja, und kann dann ein schlechtes Gewissen bekommen. Jetzt habe ich im früheren Leben sowas gemacht und deshalb habe ich jetzt Krebs oder behindertes Kind. Ja. Oder, ja, da muss man vorsichtig sein. Natürlich sind viele Sachen karmisch, aber Karma ist so komplex, der Buddha hat gesagt, wollten wir es verstehen, würde unsere Fontanelle explodieren. Mhm. Ja, es ist wahrscheinlich gar nicht zu übersehen. Aber ist dieses Denken, also ich habe jetzt eine schlimme Krankheit, weil ich in einem früheren Leben vielleicht irgendwas Blödes gemacht habe, könnte das aber nicht helfen, die Krankheit zu akzeptieren? Manche vielleicht, bei manchen eventuell, bei anderen vielleicht eher noch Abneigung ist. Es kommt auf die Person drauf an. Ne? Ich war mal, das war mit dem 11. September, war ich mal so im Retreat und hat eine Frau gesagt, ja, ja, das war denen ihre Schuld. Also sie hatten, die jetzt da gestorben sind, die hatten in ihrem früheren Leben mal was Ähnliches gemacht und da hat der Lehrer, ich glaube, es war Stephen Batchelor damals, der hat ihr ganz entschieden, so über den Mund gefahren, so kann man nicht, das kann man nicht so sagen, das ist ohne Mitgefühl. Ja, also und wir wissen es nicht, wir wissen es einfach nicht, was da, warum das jetzt zusammenkommt. Ja. Und wie gesagt, also die Umweltverschmutzung und so, das sind auch noch Einflüsse, die nicht unbedingt was mit dem Karma jetzt zu tun haben. Also das würde ich jetzt auch... Ist nicht alles Karma, ich würde sagen, es ist alles Karma, aber es gibt auch noch Natur, Elemente, Wind, Wetter und so weiter und technisches Versagen, Flugzeugabsturz, muss nicht heißen, dass es alle das gleiche Karma hatten. Viele sagen es, viele behaupten es, aber es gibt auch einige Theorien dagegen. Sagen, nee, das kann man nicht so vereinfachen, das ist komplex. Also ganz klar, wie du richtig sagst, niemand weiß es. Niemand ganz weiß gleich, es, welche Glaubensrichtung, welche Religion. Ja. Ich bin wirklich auch immer wieder entsetzt, wenn ich lesen muss, mit welchem Eifer Menschen dann auch ihren Glauben verteidigen als das ultimative Richtige. Und ich immer denke so, hallo, es ist noch keiner zurückgekommen und konnte es wirklich beweisen. Und letztendlich auch im Buddhismus, du hast mir bei einem der letzten Gespräche hier mal an einem Dienstagabend erzählt, dass diese Bewusstseinsstufe der Erleuchtung, dass das eigentlich nicht beweisbar ist, dass man als Buddhist oder auch gerade als Nonne oder auch Mönch letztendlich nicht darüber spricht. Und letztendlich ist es immer nur, jemand sagt möglicherweise, oder man kann es anhand von seiner Lebensweise ablesen, dass er anders denkt, ja, und dass man vielleicht vermutet, er könnte erleuchtet sein, aber tatsächlich ist er erstmal alles Schall und Rauch. Ja, also als Nicht-Erleuchteter kann man einen Erleuchteten sowieso nicht erkennen. Man merkt vielleicht, da ist eine andere Qualität, die Person wird nicht mehr ärgerlich, egal was passiert, ist nicht mehr gierig, wenn man lange mit dir zusammen ist. Man weiß ja oft nicht, was die hinter der Tür, ja. Ich kann dir jetzt auch alles erzählen, mache ich die Tür zu und mache es gerade anders. Und da muss man schon länger mit jemandem zusammen sein, um das vielleicht zu erspüren, dass da ein qualitativer Unterschied, dass es da was anderes ist. Ja. Und nicht nur ein Charakterzug, sondern dass es tatsächlich irgendwie was Besonderes ist. Und es gibt so Menschen, aber die hängen sich an die große Glocke. Und natürlich, die Schüler wollen immer, dass ihr Lehrer erleuchtet ist. Ja. Und gerade wenn man in Robe ist, projizieren Menschen ganz schnell was auf einen. Entweder es ist eine gute Nonne oder eine schlechte Nonne oder eine erleuchtete Nonne oder eine nicht erleuchtete Nonne. Also es ist passiert halt. Ne? Und also es gibt schon Indikatoren, wo man sagen kann, das könnte sich um jemanden handeln, der sehr weit vorangeschritten ist. Aber letztendlich kann es, das steht auch in Schriften nur der Buddha selbst sagen.
Und selbst Sariputta, der zweite Hauptschüler war vom Buddha und foremost in Weisheit, sagt man, also der am stärksten in der Weisheit neben dem Buddha war, der hat einen Mönch immer wieder unterrichtet. Und er hat sich immer alles geduldig angehört. Und irgendwann hat dann der Mönch gesagt, Ehrwürdiger, ich bin eigentlich schon fertig. Ja, also Sariputta hat nicht gesehen, dass er eigentlich mit jemandem spricht, der auf der gleichen Weisheitsstufe war wie er selbst. Mhm. Obwohl das hätte sehen müssen. Ja. Ja. Also so schwierig ist das. Mhm. Der andere war genauso erleuchtet. Er war halt geduldig, hat sie halt wieder angehört. Und irgendwann hat er gedacht, das muss ich dem doch mal sagen. Da gibt er seine ganze Energie. Okay. Ja, ist nicht aus Dünkel ja. Und so, sondern sagen, ich muss mir jetzt auch mal Urlaub gönnen. Okay. Als ich vorhin mal das Wort Gott erwähnt habe, da hat sich sofort deine Augenbrauen bewegt. Das war deutlich zu sehen. Ja. Ja, wo ist denn Gott? Ja, wenn ich das, also ich erstens, es ist ja so, ich selbst kann, der Buddha, jetzt gehe ich wieder auf den Buddha zurück, er hat sich nie positiv noch negativ, er hat es eigentlich immer neutral behandelt, das Thema. Er hat gesagt, es gibt, er hat weder gesagt, es gibt einen, noch hat er gesagt, es gibt keinen. Weil er so schlau war, wenn er wusste, wenn er jetzt sagt, es gibt einen, dann denken die Menschen wieder in eine spezielle Richtung und machen wieder eine Religion draus. Wenn er sagt, es gibt keinen, dann gibt es wieder Abwehr und dann machen die auch einen Club draus. Und somit hat er sich immer bedeckt gehalten und hat geschwiegen zu dem Thema. Mhm. Aber was man untersuchen kann in seiner eigenen Praxis, aber das muss man dann ganz intensiv meditieren, sich auch intellektuell damit beschäftigen. Im Buddhismus heißt es, gibt sowas, das heißt bedingte Entstehung, Paticca Samuppada, wo erklärt wird, dass die Dinge bedingt sind. Und wenn man jetzt sagen wir mal, wie so ein Kartenhaus so aufeinander gebaut, sieht aus wie ein Haus und nimmst du eine Karte raus und dann bricht das ganze Ding zusammen. So, jetzt mal eine Kurzversion gesagt. Mhm. Also es gibt nichts Permanentes als Person. Mhm. Und das hat der Buddha immer gesagt. Insofern, wenn man jetzt sagt, Gott, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir kommt da immer so, oh Gott, der guckt jetzt. Mhm. Der Mann mit dem weißen Bart und sagt, na, jetzt hast du es aber nicht richtig gemacht. Mhm. Und ich glaube, es steckt in ganz vielen Leuten noch drin, auch wenn sie es nicht zugeben. Und da ist immer so ein Gefühl, jetzt werde ich hier beobachtet und Big Brother is watching you, ob du es richtig machst oder falsch machst. Und das gibt es im Buddhismus nicht. So eine Instanz gibt es einfach nicht. Man ist immer selbstverantwortlich für das, was passiert. Also eine außenstehende Instanz kann dich nicht lenken. Mhm. Also ich glaube auch nicht an den klassischen Gott, der uns hier wirklich schon, ich muss für meine Kindheit sagen, wirklich reingeprügelt wurde von unserer Religionslehrerin. Im wahrsten Sinne des Wortes, da gab es echt Ohrfeigen, wenn man am Mittwochmorgen nicht beim Schülergottesdienst war. Mhm. Und also an den alten Herrn im Rauschebad glaube ich auch nicht. Ja. Mhm. Aber es ist natürlich in der Zeit, wo ich mit Trees of Memory unterwegs bin und wo ich tagelang alleine durch den Wald laufe, da macht man sich natürlich auch solche Gedanken. Mhm. Und auch gerade, als ich damals mal einen eigenen Suizidversuch hatte und natürlich fragt man sich, wo ist Gott und, oder wer ist es oder gibt es den überhaupt? Mhm. Und letztendlich komme ich halt auch immer wieder zu diesem Punkt zurück, dass selbst wenn irgendwann mal nur das Nichts war, wobei ja kein Mensch weiß, wie man ein Nichts definieren soll. Und wenn ich unseren Wissenschaftlern glauben soll, dann gab es irgendwann mal ein Atom und dann gab es den Urknall. Und selbst da frage ich mich dann, ja, aber woher kommt da plötzlich dieses Atom? Ja, und egal wie ich es drehe und wende, irgendwann komme ich halt immer an diesem Punkt, ja, es muss was da sein. Ja, und zwischenzeitlich bin ich sozusagen so ein bisschen der Meinung, dass Gott sicherlich nicht personifiziert werden kann, dass er vielleicht wie so eine Art unsichtbare Materie ist, was überall irgendwie ist und sozusagen die Dinge in irgendeiner Form zusammenhält und dass vielleicht die treffendste Wesensbeschreibung und Charakteristika ist, die wir nämlich gar nicht so richtig nachvollziehen können, ist tatsächlich das Wesen der Unendlichkeit. Also so von Anbeginn der Zeit, ja, weil auch immer das war, immer da gewesen und egal was, sozusagen
es wird irgendwie immer da sein. Ja, aber das ist halt sozusagen mein Konstrukt, weil klar, wir Menschen denken halt immer in Anfang und Ende. Und ich weiß, der Buddhismus sagt, alles ist vergänglich, aber es ist halt die Frage. Irgendwie ist immer so... Naja, wir sagen, alles ist vergänglich, was bedingt ist von was. Also Sankhara nennen sich das. Anicca war das Sankhara. Alle bedingten Dinge, wie zum Beispiel dieser Körper ist abhängig von Wasser, bestimmten Temperatur, Luft. Wenn jetzt die Luft nicht mehr da ist, falle ich gleich um. Dann war es das. Ja, dann zersetzt er sich, dann zerfällt er. Und alles ist abhängig von was anderem. Und all diese Dinge, die abhängig sind von was anderem, da kann man ja selbst mal untersuchen, was ist abhängig von was anderem, die sind vergänglich, weil die sind nicht permanent. Die sind einfach abhängig von was anderem. Wenn man das wegnimmt, dann bricht es. Wenn man es wegnimmt, dann funktioniert es nicht mehr. Und dann haben wir was im Buddhismus, das nennt sich zeitlos, ungeborene, unkonditionierte, zeitlose. Und es wird immer im negativen Terminologie beschrieben, weil wenn man sagen würde, es ist so und so, dann hat man schon wieder eine Idee dazu. Und da gibt es schon wieder Kriege. Ich habe was so, mein Nibbana ist so, mein Nibbana ist so. Ja? Und im Buddhismus, der Buddha hat es als zeitlos, als ungeboren, unkonditioniert beschrieben, weil man es nicht beschreiben kann. Und das ist das Permanente und das nennt sich Nibbana. Und Nibbana ist eigentlich nichts anderes als einen anderen Geisteszustand, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht hat jemand noch eine andere Auslegung dafür. Dieses Samsara, das nennt man dieses, wo alles miteinander bedingt ist, in dem wir uns befinden. Und das ist vergänglich, das ist leidhaftig. Und Nibbana sind eigentlich, ist einem dasselbe. Witzigerweise. Man muss, und darum heißt es auch, Erleuchtung ist jetzt, weil es kann jeden Moment passieren, wenn wir es nochmal sehen würden. Aber wir sehen es nicht, weil wir verblendet sind. Aber Nibbana ist hier und jetzt und ist zeitlos. Also es gibt keine Zeit. Zeit ist auch wieder nur ein Gedanke, weil wir denken linear. Ja? Eben. Ja. Und wir kommen da aus diesem Kaschler nicht raus. Wir denken immer linear. Muss doch, wenn es da ist, dann ist der Urknall, dann muss doch das. Ja? Wir denken nicht in zu einer abstrakten Art und Weise. Ich glaube, das können wir gar nicht. Unser menschliches Gehirn ist dafür gar nicht geschaffen. Und ich glaube, ein Leben, das mit der Geburt beginnt und mit dem Tod endet, kann gar nicht anders denken, als es muss einen Anfang und ein Ende geben. Deshalb ist das sozusagen auch die Unendlichkeit, das Zeitlose. Das ist ja wirklich der einzige Gedanke, der uns, glaube ich, alle zu Schnappatmung führt. Weil man es sich einfach gar nicht vorstellen kann. Ja, man kann es sich nicht vorstellen. Ich habe mal von der Nahtoderfahrung von der Anita Morjani was gehört, die finde ich ganz spannend. Und sie hat gesagt, sie hat in ihrer Nahtoderfahrung gesehen, dass alles, die ganzen Leben, die sie hatte und haben wird und jetzt hat, alles in dem Moment stattfindet. Sprich, jetzt wäre 1945, 1938, 1878, alles jetzt. Das kann man sich nicht vorstellen, das sprengt ja die Gehirnplatte. Ja? Und, aber das traf genau das, was der Buddha gesagt hat. Also das, was sie gesehen hat, deckt sich mit dem, was Buddha sagt. Das finde ich total spannend. Ja. Weißt du, weil heute Morgen hatte ich auch wieder mal wieder so einen ganz abstrakten Gedanken. Ich bin aufgewacht und ich hatte einen super intensiven Traum. Der war so realistisch, als ob ich irgendwo im Kino wäre und mir selber zuschaute. Und es ging irgendwie darum, dass da war eine Familie und die hatte auch irgendwelche Personal Assistants angestellt gehabt. Und ich hatte in diesem Haus einfach nur ein Büro gemietet. Und ich bin wirklich aufgewacht und ich dachte, oh, ich muss die Zugfahrkarte kaufen, ich muss ja wieder arbeiten. Und es war echt so, dass ich 5 Minuten nach dem Aufwachen immer noch im Bett lag und dachte, wann muss ich denn da hin und wie heißt denn der jetzt nochmals? Und irgendwann dachte ich so, das ist doch ein Traum. Ne? Und dann nachher unter der Dusche hatte ich mir gedacht, was wäre, wenn diese Träume nicht die Verarbeitung von irgendetwas ist, was wir jetzt gerade erlebt haben, weil das macht für mich oftmals echt gar keinen Sinn. Aber was wäre, wenn, dass wir im Schlaf in ein Zeitfenster blicken von eben einem Leben, wo wir schon mal waren? Sondern oder? Du
bist da. Oder wir sind da, ja. Und wenn du mir jetzt sowas erzählst, wenn ich sozusagen so, ich mache das Fenster auf und ich gucke auch in mein Dasein, was an einem ganz anderen Ort zu einer ganz anderen Zeit stattfindet. Wo du in dem Moment auch bist. Und wo ich in dem Moment auch bin. Das ist super spannend und das würde auch für mich dieses unfassbar Realistische in diesen Träumen erklären. Ich meine, weiß nicht, ob du es schon mal hattest, so, ich hatte schon öfters so eine Art Déjà-vu, aber dass ich es geträumt habe. Also wir unterhalten uns, sagen wir mal, plötzlich macht es zack und kommt so, das habe ich geträumt. Ja, das habe ich schon geträumt und es ist mir ganz oft passiert. Ja, also nicht erlebt, sondern geträumt und im Prinzip auch erlebt. Mhm. Und im Buddhismus heißt das Leben ist ja nichts anderes als ein Traum. Ja, das Leben ist eine Illusion, ja, wie alles. Erleuchtung heißt ja Erwachen. Aus der Illusion erwachen. Aus der Illusion. Das ist eigentlich nur ein Wake-up. Also wenn du jetzt träumst, hast einen Albtraum und jemand klatscht dir kaltes Wasser ins Gesicht, dann wachst du auf, dann ist der Traum weg. Der Albtraum ist weg. Kann man denn erleuchtet werden, ohne zu meditieren? Da fragst du mich was. Also ich würde mal sagen, wir kommen ja alle... Der Buddha hat es mit Lotus-Samen verglichen. Eine sind noch ganz unten im Wasser, andere zur Hälfte und manche reichen an die Oberfläche und gehen dann auf. Also wir haben alle verschiedene Entwicklungsphasen, Stufen. Ja, die einen haben schon früher in früheren Leben meditiert. Ich glaube ja halt daran. Und so entwickelt sich jeder auch, hat seine eigene Entwicklung, sein Speed. Und es gibt tatsächlich, es gab tatsächlich Leute zu Buddhas Zeiten wie die Visakha, die war damals 7, die hat einen Talk vom Buddha gehört und während des Talks, also Dhamma Desana, ist sie erleuchtet. Also zum ersten Erleuchtungsstufe, es gibt mehrere, 4 Stück insgesamt und sie hat die ersten Stromeintritt, nennt sich das, hat sie erreicht, einfach nur beim Hinhören. Hat sie das erzählt nachher? Nein, Buddha wusste das, dass sie das geschafft hat, da der diese Psychic Power gehabt, das zu sehen. Und die war dann auch, die hat dann geheiratet irgendwann, hatte mit ihrem Mann ein ganzes Dorf voller Kinder gezeugt und Großenkel. Also die hatte ein ganz normales Leben gelebt und war eine große Unterstützerin von den Mönchen. Ja, also aber sie war die erste Erleuchtung, sie war eine Heilige sozusagen. Und das gab schon, dass Leute sehr schnell beim Hören von Buddhas Worten, wenn er sagt zum Beispiel Anicca war das Sankara, boom, erleuchtet. Anderen kannst du es 100.000 Mal sagen, da passiert gar nichts. Ja? Also das ist, wo man gerade steht. Wenn die Banane reif ist, ist sie reif. Wenn die Mango oder was, oder der Apfel, dann fehlt der Stamm sozusagen. Also insofern ja, es könnte passieren, aber es muss jemand sein, der sehr weit fortgeschritten ist in seinen spirituellen Perfektionen, Pali. Und normalerweise sind wir eigentlich eher so sture Esel, die ganz schwer vorangehen und immer wieder zu den Old Habits, also eher an alten Gewohnheiten zurückkehren. Ja, und wir brauchen schon Meditation und Disziplin und all diese Sachen, um voranzukommen. Also wir müssen uns selbst immer wieder dazu zwingen, sozusagen, was zu tun. Ja, und dazu gehört auch die Meditation. Du hast vorhin mal anklingen lassen, dass der Buddhismus ja keine Religion sei. Was ist es denn dann? Also es ist, für manche ist es eine Religion. Also für mich ist es eine Religion auch, im Sinne von, dass ich Vertrauen habe zum Buddha. Ja. Für manche ist es reine Philosophie, für manche ist es ein Lebensweg, alles akzeptabel. Ich würde sagen, es ist alles. Es ist sowohl eine Philosophie, es ist sowohl eine Religion, es ist sowohl ein Lebensweg. Und das liegt an jedem selbst zu entscheiden, was es für ihn ist, für sie. Wenn es für einen hilft, sein Leben besser zu wuppen und glücklicher zu sein, good luck, ist prima. Und wenn jemand sagt, wie jetzt in Asien, ich würde sagen, viele Leute sind sehr gläubig dort und wird oft manchmal kritisiert von den etwas arroganten Westlern, die immer denken, sie wissen alles besser. Ja. Aber es hat eine Schönheit und eine eigene Dynamik. Und für die ist es eine Religion auch. Ja. Und wieder andere, für den westlichen Bereich ist es eher eine Philosophie oder eine Psychologie, je nachdem. Betet man Buddha an? Es ist, was wir machen, ist das Chanting. Und das Chanting bedeutet, wir rezitieren die Texte, zum Beispiel das Metta Sutta, also die liebende Sutta, die liebende Güte, oder wir haben sogar Reflexionen und denken, die Buddhisten sind verrückt, wir zählen die ganzen Körperteile auf, 32, um über den Körper zu kontemplieren. Die Todeskontemplation zum Beispiel. Also es gibt alles. Ja? Und es gibt aber auch
Buddha Nusati, das heißt, sich an die Qualitäten des Buddha zu erinnern. Da muss man aber auch sehen, dass der Buddha nicht als Person gesehen wird, sondern als jemand, der, also als erleuchtetes Wesen, also das man auch in sich trägt, ja, als eine Qualität, die man auch in sich hat. Und wenn man darüber reflektiert, dann stößt man so in seinem Herzen automatisch den Wunsch an, das zu entwickeln. Aber Buddha als Person auf keinen Fall, weil es gab keine Person Buddha. Mhm. Jetzt ist ja auch hier in diesem Chan-Buddhismus, wir haben hier den Meditationsraum, da steht auch ein großer Buddha an der Stirnseite, die man sich gegenüber verbeugt beim Eintritt in den Raum und vor Beginn der Meditation. Ich habe gesehen, dass dem Buddha dann durchaus auch Opfergaben in Form von Blumen, von Früchten, von Speisen, von Geld dargebracht werden. Wenn man aber Buddha nicht anbietet, wem opfert man dann? Okay. Jetzt erstmal zurück zu dieser Figur, du hast recht, die wurde auch, der Buddha hat wie alle großen Religionsführer gesagt, Leute, macht kein Abbild von mir. Und ich glaube, das immer mit Muslims und ich denke, Christen würde das auch so sein, weil es passiert immer was abbilden, was man nicht abbilden kann. Ja? Und, aber wie halt die Menschen so sind, sie brauchen einen Teddybär. Mhm. Und dann haben sie halt 500 Jahre später ihre erste Buddha-Statue gebastelt. Ich muss dazu sagen, ich kam auch, das wird mal gefragt, wie ich zum Buddhismus kam, aber zum ersten buddhistischen Retreat kam ich, also im Rückzug heißt das, sind so 5 Tage, wo man praktiziert, mein allerersten, wie ich mit Buddhismus in Berührung kam, genau, das war nicht, wie ich Nonne werden wollte, sondern wie ich mit Buddhismus in Berührung kam, war durch ein Bild von Buddha, von dieser Buddha-Statue, lustigerweise. Als ich das gesehen habe, war so eine Stimme in mir, die sagte, das wolltest du doch schon immer mal machen. Ich dachte, wer hat das denn gesagt? Ja? Aber das war so dieses, ich würde sagen, die Buddha-Statue für mich heutzutage ist wie ein Wegweiser, dieser Weg. Ja? Ja, da musst du hin, so sehe ich es mittlerweile. Und jetzt mit dem Spenden von Blumen, das hat sich so eingebürgert, in den ganzen buddhistischen Ländern ist das so. Für mich ist es so, wenn ich Blumen spende, ist es eher so auch als Zeichen für Vergänglichkeit. Man kann auch über eine Blume, die mal schön ist und irgendwann wirft es in die Tonne, kann man auch sehr wohl kontemplieren. Und mit Geld im Theravada sollte es eigentlich nicht so sein, aber es gibt immer wieder Leute, die tun Geld auf dem Altar. Buddha selbst hatte das nicht angefasst, ja, weil er sagt, das führt zur Korruption. Und das sind jetzt meine Worte, er hat noch mehr dazu gesagt. Und da trifft sich halt das, was ich gesagt habe, das ist so eine Art Vertrauen, Satta in Pali. Also die Leute spenden das und das hast du ganz arg in Asien, Blumen für Buddha und so weiter. Und die Lehrer hoffen, dass halt irgendwann mal kapieren, dass der Buddha in ihrem Herzen ist. Im Prinzip machen sie was. Sie tun damit, also es ist nichts Schlimmes, weil wenn du das machst, dann machst du so eine Art Imprint in deinen Geist. Also du tust, bist großzügig, du offerierst was, du verbeugst dich, du machst dich ja dadurch auch weg von Conceit, also von Stolz. Ja, du verbeugst dich und es gehört ja was dazu, sich vor irgendwas zu verbeugen. Dann gibst du was von deinem Ego auch ein bisschen ab. Und insofern ist es ein ganz gutes Training, finde ich, also nichts dagegen einzuwenden. Aber der Buddha, und viele sehen es halt als Symbol für den richtigen, erleuchtenden Buddha und stellen sich vor, er ist es tatsächlich. Es kann für viele energetisch sehr positiv sein, wenn sie dann können Freude haben, und bei den Westlern ist es eher so ein Quatsch. Ja? Also dann sollen sie es auch erstmal nicht tun, aber sich damit beschäftigen, wie wäre es denn, wenn ich es mal ausprobieren würde. Also weil du machst irgendwas in deinem Geist, du setzt sozusagen was rein, ein Bild von Großzügigkeit, von Hingabe, aber es ist nicht an dieser Holzfigur, also nicht, es ist nur ein Symbol. Wobei sicherlich es auch Asiaten gibt, die denken, da ist tatsächlich der richtige Buddha vor ihnen. Abschließend zu diesem Thema.